Wir melden uns von der AMI in Leipzig, der Automobil International. Und auch wenn viele Premieren dieses Jahr schon in Genf und Detroit gestanden haben, ist hier einiges geboten. Wir machen uns auf den Weg und schauen uns die wichtigsten Premieren für Sie an. Eine erste Weltpremiere finden wir bei Mercedes. Das T-Modell der C-Klasse hat hier seinen ersten Publikumskontakt, ehe es im September auf den Markt kommt. Die Technik ist schon von der neuen C-Limousine weitestgehend bekannt, doch kann der Kombi jetzt auf Dieselantriebe von 115 bis 204 PS zurückgreifen. Zugelegt hat das T-Modell um 8 Längenzentimeter, was vor allem den Fondpassagieren zugutekommt. Der Laderaum mit seinem Fassungsvermögen zwischen 490 und 1510 Litern ist nur marginal gewachsen. Elektrisch funktionieren jetzt Heckklappe und die Entriegelung der Lehnen im Fond. Europa-Premiere haben die neuen von BMW. Mein Gott, sieht dieses Auto schön aus. Das neue M4 Cabrio. Nach vorne schauen, die Bremsanlage, riesen Bremsscheiben, M-typisch. Wahnsinn, wie ein Pizzateller. Und natürlich der Power Dome auf der Motorhaube, den man auch schon vom alten M3 kennt. Und wenn wir hier mal weiter nach hinten gehen, wird es richtig heftig. 4 Endrohre, M-typisch, für mich eines der absoluten Highlights auf dieser Messe. Mit dabei auf dem BMW-Stand ist auch der neue X4. Ein SUV im Coupé-Format mit reichlich Kraft und viel Charme. Der neue 2er Active Tourer, ist der Name schon Programm. Aktive Kunden, auch im Freizeitverhalten aktiv. Und gleichzeitig hat das Fahrzeug eine sehr hohe Sitzposition, ist also auch alltagstauglich und hat eine große Breite in der Nutzung. Ein typischer BMW, sowohl von den Leistungsdaten von 136 PS bis hin zu über 230 PS. Dabei auch sehr gute CO2-Werte. Wir haben eine sportliche Fahrwerksabstimmung, also ein typischer BMW. Bislang kannte man den Beetle Dune nur von Fotos. Nach seiner Bühnenpremiere auf der Detroiter Motor Show ist der Offroad-Käfer nun hierzulande das erste Mal zu sehen. Mit dabei auf dem VW-Stand sind auch die neuen Varianten des Golf GTE und des Polo. Versammelte Power bei Porsche. Der Cayman GTS und Boxster GTS sind zwar schon auf den Straßen zu sehen, doch den Messestand schmücken sie allemal. Skoda ist gleich mit 5 Neuheiten angereist. Angefangen bei der Coupé-Studie Vision C, die eine Facette der neuen Markenausrichtung beschreibt. Vom Octavia gibt es gleich 2 Neulinge. Den GTEC mit bivalentem Erdgasantrieb und den robusten Octavia Scout, der auch abseits der Piste keiner der zimperlichen Sorte ist. Neu sind auch die beiden Monte Carlo Sondermodelle vom kleinen Citigo und dem Universalgenie Yeti im Motorsport-Trim. Seat präsentiert sein Topmodell, den Leon Cupra mit 280 PS unter der Haube. Er komplettiert nicht nur die Cupra-Reihe, sondern sorgt mit seinem 2-Liter TSI auch für ordentlich Musik auf dem Asphalt. Als kleines Schmankerl für die Freunde des Besonderen hat man den Mi beim Mango dabei. Eine witzige Sonderedition mit kleinen Raffinessen, die in Zusammenarbeit mit dem namengebenden Modehaus entstanden ist. Ein weiteres Mitglied der Leon-Familie feiert hier ebenfalls Premiere. Der Seat Leon ST 4Drive bietet die bewährten Vorteile des Seat Leon Kombis kombiniert mit einem modernen Allradantrieb. Eine Weltpremiere wartet auch auf dem Volvo-Stand. Hier hat der V60 D6 AWD Plug-in-Hybrid im R-Design sein Debüt. Die Arbeit in dem Allradkombi teilen sich ein 215 PS starker 2,4 Liter 5-Zylinder Turbodiesel und ein 68 PS E-Motor. Auch Subaru nutzt die AMI, um dem deutschen Publikum erstmals sein WRX STI zu präsentieren, dessen 2,5 Liter Boxermotor immerhin 300 PS rauslässt. Rennsportfans kommen hier richtig auf ihre Kosten, denn neben dem Serienmodell des Allradsportlers wird auch die Rennversion gezeigt. Auch Kia bedient künftig erstmals Elektrowünsche, und zwar mit dem Soul EV, der im Herbst auf den Markt kommt. Der Topleistung ist 140 Kilometer. Die Beschleunigkeit nach 0 bis 100 ist in 11,6 Sekunden. Und eine Reichweite von 220 Kilometer. Andere Merkmale sind, dass die Bremsen regenerieren die Energie, die der Batterie aufschlägt. Eine Batterie von 81,6 Kilowatt. Weiterhin treffen die Army-Besucher auf dem Kia-Stand den überarbeiteten Sportage und den neuen Soul, der mit seinem Outfit noch eine Portion prägnanter geworden ist. Auch die Franzosen tischen in Leipzig ordentlich auf.
Angefangen beim DS3 und DS3 Cabrio mit neuem Gesicht, das LED- und Xenon-Lichtquellen dominieren, bis hin zum C4 Cactus, C1 und C5 Cross Tourer. Unser Messefazit. Wer sich über die neuesten Trends und Modelle und den Entwicklungsstand in der Autobranche umfassend schlau machen will, hat bis zum 8. Juni auf der ARMI hier in Leipzig beste Gelegenheit. Etwa 450 Aussteller aus 23 Ländern zeigen, was die Branche zu bieten hat.